liebe Trommelgemeinde, mein Name ist André Hilgers und willkommen zu meinem ersten Offbeat-Video für euch. Offbeat, ja, was bedeutet Offbeat? Es geht darum, erstmal wieder das Timing für euch ein bisschen zu schulen und zu trainieren. Voraussetzungen für Offbeat sind natürlich in diesem Fall erstmal, dass ihr Achtel zählen könnt, 1 und 2 und 3 und 4 und. Und Offbeat bedeutet, dass ihr die ganzen Achtel, sprich die Uns, ne, überall da, wo Plus steht, zum Beispiel in euren Notenbüchern, dass ihr diese Hi-Hat spielt. Ihr zählt immer 1 und 2 und 3 und 4 und spielt im Prinzip immer nur die Achtel auf der Hi-Hat, 1 und 2 und 3 und 4 und. Und ich habe in diesem Video einfach mal 5 coole Einsteiger-Grooves für euch zusammengestellt und auch in dem Bereich, zum Beispiel für Offbeats, werde ich noch ein zweites und ein drittes für die etwas professionelleren Trommler unter euch noch erweitern. Gehen wir mal zurück zum ersten Groove. Und zwar ist das ein ganz normal aufgeschlüsselter Groove für euch, den ihr letztendlich auch aus euren Notenbüchern, sofern ihr welche habt, entnehmen könnt. Sprich, geht einfach mal her und nehmt verschiedene Grooves für euch und streicht immer kopfmäßig die Viertelnoten auf der Hi-Hat weg. Genau, das bedeutet, dass die 1, 2, 3, 4 nicht gespielt wird, sondern immer nur die Uns, wie ich es gerade schon erklärt habe. Somit könnt ihr letztendlich schon mit vorhandenem Notenmaterial, wo ihr vielleicht auch schon mal Unterricht mit hattet oder auch aus dem Internet habt, arbeiten und euch auch individuelle Übungspläne erstellen könnt. Ich zeige euch jetzt mal den ersten Groove, den ich eigentlich relativ cool finde für Einsteiger. Wichtig an der Stelle ist, er wird auch unten wieder eingeblendet. Schreibt euch den ab, macht vielleicht auf Pause, dass ihr das alles ein bisschen besser verfolgen könnt, weil aus dem Kopf würde ich das alles noch nicht spielen, weil das wieder vom Level her einen oben drauf setzt. Letztendlich sollt ihr euch erstmal mit diesen Übungen auf euer Timing, auf eure Geschwindigkeit letztendlich und auf eure Power ein bisschen konzentrieren, dass alles sehr sauber ausgeführt ist. Kommen wir mal zum ersten Groove. Wie ihr bemerkt, habe ich jetzt am Anfang direkt schon auf der 1 unter eine 16. Note mit eingebaut auf der Bassdrum, was die Sache natürlich ein bisschen interessanter für euch gestaltet. Und da sollten natürlich dann jetzt auch schon die 16. an der Stelle ein bisschen Grundvoraussetzung sein für dieses Video, um die Zählzeiten einhalten zu können. Aber wir sind ja hier auch nicht auf dem Kindergeburtstag, sondern ich möchte euch die Sachen ja nahelegen, um eventuell die Sachen nochmal ein bisschen zähltechnisch ein bisschen mehr zu verinnerlichen und mit eurem vorhandenen Material einfach nochmal neue Wege beschreiten könnt und letztendlich nochmal ein paar Sachen mehr zum Üben habt. Kommen wir doch einfach direkt zum zweiten Groove. Auch an der Stelle wieder ein paar 16. Akzente auf der Bassdrum und auf der Snare, um auch da wieder die Sache ein bisschen interessanter für euch zu gestalten. Falls es noch ein bisschen zu schwierig sein sollte für euch, wie gesagt, also diese ganzen Offbeats sind letztendlich erstmal für Einsteiger, Anfänger unter euch gedacht und sollen nochmal einen Denkanstoß für professionell arbeitende Trommler unter euch geben, um vielleicht nochmal ein paar alte Sachen wieder aufzuwärmen und zu üben. Falls ihr mit den 16. noch ein bisschen Probleme habt, denkt euch die erstmal weg, fangt erstmal mit den ganzen Achtelnoten an und versucht dann letztendlich als Steigerung die 16. Noten mit einzubauen. Somit merkt ihr auch einen Fortschritt. Es kann durchaus sein, dass ihr am Anfang mit den 16. Noten auch zähltechnisch ein bisschen Probleme habt, dass das alles ein bisschen untight klingt und ihr solltet wirklich darauf achten, dass die Achtel sauber sind, die 16. dazwischen, weil man ganz schnell von diesen 16. Noten auch in eine komplett andere Taktart reinrutschen kann. Was ich damit meine, wir befinden uns jetzt im Viervöttelbereich und es gibt natürlich auch noch andere Noten und Taktarten,
wie zum Beispiel 12/8 und auch Shufflebeats, wo man ganz schnell von diesem Sechzehntel unte ganz schnell in Shuffle oder auch triolische, sextolische Akzente reinrutscht. Und da müsst ihr wirklich richtig, richtig tight üben, um solche Sachen dann am Ende des Tages sauber ausführen zu können. Weil auch diese Grooves, die ich euch jetzt gerade zeige, total cool dazu gedacht oder auch geeignet sind, als Filz einzusetzen. Stellt euch einfach vor, ihr habt komplett andere Grooves und könnt dann genau diese Offbeats oder auch lineare Grooves, wie ich auch schon in anderen Videos für euch erkläre, als Fill-Ins letztendlich, die nicht über die Toms gehen, sondern als Groove-Fill-In verwenden könnt, um euer Spielen dadurch ein bisschen zu erweitern. Kommen wir einfach mal zum nächsten Groove. Auch dieser ist unten skizziert für euch. Wie gesagt, macht auf Pause und schreibt es euch ab. Das schult natürlich auch die Art, mal gewisse Sachen aufzuschreiben. Und dann könnt ihr es hinterher im Proberaum oder wo auch immer gerade euer Schlagzeug steht, ein bisschen besser umsetzen und üben. Kommen wir zum nächsten. So, und genau an der Stelle ist es jetzt, dass alles wieder ein bisschen offener ist und ich natürlich auch ein akkurates Tempo an den Tag lege. Man kann das natürlich alles auch langsamer spielen, was die Sache noch mal ein bisschen erschwert. Viele unter euch denken auch an dieser Stelle wieder, dass schneller spielen manchmal schwerer ist. Der Meinung bin ich nicht immer so hundertprozentig konform, weil ich finde, dass langsamere Grooves wesentlich schwerer sind, weil die Abstände zwischen den Noten wesentlich größer werden dann auch und man viel, viel sauberer spielen muss auf das, was man auch letztendlich zählt. Das macht die Sache dann nochmal ein bisschen interessanter, finde ich. Das ist Geschmackssache. Ich würde euch empfehlen, die Sachen auch mal richtig, richtig langsam, 60 Beats per Minute oder so versuchen umzusetzen, bevor ihr irgendwann direkt auf 180 Beats per Minute geht und versucht, irgendwelche Blasbeats umzusetzen, die am Anfang wirklich noch vollkommen irrelevant sind. Das finde ich total unwichtig. Das Wichtigste für euch sollte sein, dass ihr tight spielt, dass ihr dabei zählen könnt und das alles sauber umsetzt. Das ist das Wichtigste eigentlich am Ende des Tages. Wie ihr auch wahrscheinlich jetzt schon, während ich gespielt habe, gesehen habt, gehe ich auch ein bisschen timingmäßig mit. Das heißt, es gibt verschiedene Versionen, auch an der Stelle, wo man zum Beispiel seine Füße im Timing mitlaufen lassen kann, dass man sich die Viertel anzeigt oder mit dem Kopf wippt. Ich mache jetzt zum Beispiel die Achtel mit, sprich die gespielten Offbeat-Hi-Hats, um irgendwie so ein bisschen im Groove und im Fluss zu sein. Vielleicht ist der ein oder andere unter euch, der vielleicht ein anderes Hilfsmittel hat. Man kann auch zur Seite gehen, ein bisschen mitwippen, tanzen, was auch immer ihr gerne machen wollt. Den linken Hi-Hat-Fuß, der sowieso jetzt momentan bei diesen Grooves nicht so viel zu tun hat, kann man mit der Ferse mitlaufen lassen. Das ist auch eine coole Sache. Oder auch den rechten Fuß auf der Bassdrum kann man auch mit der Ferse mitlaufen lassen fürs Timing oder einfach nur das Bein ein bisschen bewegen, um einfach diesen Grundgroove beizubehalten. Timing spielt sich in eurem Körper ab, in eurem Kopf. Letztendlich solltet ihr auch da alles so spielen, wie ihr es zählt. Deswegen ist es am Anfang ein bisschen wichtig oder eigentlich das Wichtigste für euch, die ganzen Sachen auch mitzuzählen. In dem Fall im Achtel mit 16 Akzenten und zählt auch nur das, was auf dem Blatt steht. Zählt zum Beispiel jetzt nicht komplett in 16 durch, dann zählt ihr letztendlich Noten, die ihr nicht betonen sollt. Und es kann passieren, dass ihr dann einfach mal eine falsche Note einfließen lasst. Und wenn ihr nur in Achteln zählt, kann es sein, dass ihr die 16, die dazwischen sind, die jetzt auch gespielt werden, auch nicht erreicht oder nicht richtig trefft. Oder auch am Ende nicht beurteilen könnt, habe ich das jetzt richtig gespielt, weil ich ja nicht mitgezählt habe. Das ist eigentlich ganz wichtig und ihr solltet auch auf Zeit spielen mit diesen ganzen Grooves. Das heißt, nicht nur so 2-3 Mal nacheinander, sondern geht ruhig her und stellt euch am Smartphone, an eurem Tablet oder auf eurer normalen Uhr einfach ein Timing ein oder eine Zeit und versucht das mal so 2-3 Minuten ruhig am Stück zu spielen.
um auch so eine coole Probeintervall zu bekommen. Dann könnt ihr vielleicht die Zeit erhöhen. Ihr könnt das Timing ein bisschen erhöhen, wenn ihr vielleicht schon mit Klick spielt, was auch sehr wichtig ist. In dem Fall würde ich mir einen Achtelklick anzeigen lassen und nicht nur die Viertel, um ein bisschen mehr Orientierung zu haben. Lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir jetzt erstmal zum nächsten Groove und schauen wir mal, was eure Füße und Hände da so zu tun haben. Ganz wichtiger Aspekt auch jetzt bei solchen Grooves ist, dass ihr wahrscheinlich bemerkt, dass man natürlich mit der Hi-Hat-Hand unheimlich viel Zeit hat und auch ein bisschen weiter ausholen kann. Man kann die Hi-Hat schlagen, vielleicht auch mal ein bisschen Show mit einbauen, bisschen Stick-Spinning, das bieten diese Grooves halt an. Stick-Spinning bedeutet immer diese Stockdrehereien und diese tollen Tricks, die man so machen kann, die cool sind, wenn man hundertprozentig sicher ist, dass das, was man spielt, auch super spielen kann. Ne? Wenn das von Grund auf her alles noch nicht so hundertprozentig sauber ist und ihr einfach auch beim Spielen schon so ein bisschen schwankt, würde ich auf gar keinen Fall anfangen, da jetzt auch noch irgendwelche Show-Einlagen mit einzubauen, weil ich garantiere euch, das wird dadurch nicht besser. Ihr seht zwar cool aus, aber das ist natürlich am Ende des Tages auch nicht so wichtig. Erstmal, es geht um Spielen. Und wenn ihr gut spielen könnt, dann könnt ihr mit der Show anfangen. Was ich auch jetzt sehr wichtig finde, ist, dass ihr natürlich Zeit habt, je nachdem, was ihr gerade für ein Timing habt und könnt auf der Hi-Hat auch, ihr habt Platz für die Snares und das ist halt alles nicht so eng, als wenn ihr jetzt einen ganz normalen Groove spielen würdet. Könnt ihr auch mal hergehen und versuchen, auf der Hi-Hat ein paar Akzente zu setzen. Vielleicht macht ihr euch ein Häkchen darüber und zeigt euch an, die zwei und möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen lauter machen. Oder ihr könnt auch mit Hi-Hat-Öffnungen arbeiten. Da gehe ich nochmal an anderer Stelle drauf ein, weil das ist schon ein Thema für sich. Da wird es auch bald ein Video zu geben, wie arbeite ich mit meinem linken Fuß, wie kann ich Hi-Hat-Öffnungen machen. Also kommt immer mal wieder zurück auf meinen Kanal. Es werden immer wieder neue Videos jetzt kommen zu allen möglichen Themen. Hauptsächlich jetzt erstmal für Anfänger, um euch das Schlagzeugspielen schmackhaft zu machen. Aber natürlich kommen irgendwann auch Masterclass-Videos. Irgendwo muss man natürlich anfangen, um euch auch teilweise zu zeigen, wo der Hammer hängt und was man alles daraus machen kann. Macht Akzente auf die Hi-Hat oder versucht auch mal ein paar Ghost Notes, wenn euch der Begriff schon sagt, was sagt, auf der Snare mit einzubauen, um ein paar unterschiedliche Variationen zu haben, weil ihr habt letztendlich von mir jetzt erstmal 5 Grooves und diese Grooves kann man natürlich komplett anders auch nochmal umsetzen, geht von der Hi-Hat weg, spielt auch im Reitbecken. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr schon damit gearbeitet habt, auch auf jede Offbeat-Hi-Hat eine Hi-Hat-Öffnung hinmachen, um nochmal einen Effekt zu erlangen. Ihr könnt auf Stack gehen, auf euer Shiner, auf eine zweite Hi-Hat noch, die vielleicht ein bisschen lauter ist. Und unheimlich viele unterschiedliche Klangvarianten für denselben Groove mit einbringen und dann klingt alles schon ein bisschen interessanter und ihr lernt natürlich auch noch euer Schlagzeug ein bisschen besser kennen, wie es aufgebaut ist, weil das ist ja auch sehr wichtig. Ihr solltet auch nicht so oft alles immer umbauen, dass ihr einfach coolere Wege habt, kurze Wege habt, da könnt ihr euer Schlagzeug und euer Spiel nochmal immens mit optimieren. Und kommen wir jetzt noch zum letzten Groove. Auch hier achtet darauf, dass ihr euer Timing nicht während ihr die Groove spielt, ob das jetzt 4x, 10x, 20, 50x oder 100x sind, dass ihr euer Timing nicht währenddessen anzieht. Auch an der Stelle ist mir sehr wichtig, dass ihr vielleicht, auch wenn ihr es noch nie ausprobiert habt, genau bei diesen Grooves, weil die ja relativ einfach umzusetzen sind, vielleicht auch mit Klick arbeitet. Es gibt unheimlich viele coole Apps mittlerweile für eure Smartphones. Vielleicht habt ihr aber auch eine Rhythm Watch und es gibt so viele Angebote und so viele Geräte, wo man das mitmachen kann. Ich zum Beispiel nutze eine sehr, sehr, sehr coole App, wo so zum Beispiel nach verschiedenen Takten, die ich angeben kann,
das Tempo automatisch erhöht wird. Das kann man auch machen. Das ist natürlich dann für euren Probe- und Übungsplan eine ziemlich coole Sache, weil ihr müsst nicht immer aufhören zu spielen, sondern das wird automatisch erhöht und ihr braucht dann vielleicht einen Takt, um euch an das neue Timing zu gewöhnen und könnt dann immer weiter üben und zum Beispiel dann einfach auch mal 10 Minuten am Stück die gleiche Sache üben mit unterschiedlichen Timings, die euch aber vorgegeben werden. Mir ist sehr wichtig halt, um es nochmal zu erwähnen, dass es sauber ausgeführt wird, dass ihr nicht zu schnell die ganzen Übungen macht und versucht auch eure Power zu kontrollieren. Weil genau dafür sind diese ganzen Grooves da, um eure Sauberkeit wieder ein bisschen auszuarbeiten. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen und auch mal die Offbeats ein bisschen näher bringen, weil das wird immer sehr oft gerne vergessen und auch wenig geübt. Ich merke das immer wieder in meiner Schlagzeugschule Tight Drums bei meinen Schülern, dass man mit diesen Sachen immer mal nochmal komplett neue Sachen üben kann, um auch gewisse Ausführungen an Übungen und auch Riff und Groove, Fill-Variationen neu erstellen zu können, weil es einfach mal ein neuer Denkanstoß ist. Ja, kommt nochmal zurück auf meinen Kanal, macht einen Daumen nach oben, besucht mich vielleicht auf www.andrehilgas.com in meinem Shop, vielleicht findet ihr da sogar noch ein cooles Kaufvideo von mir. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mich und mein Team auf patreon.com/andrehilgas auch ein bisschen unterstützen und damit wir euch natürlich weiterhin mit coolen, qualitativ hochwertigen Videos versorgen können, was uns mir persönlich unheimlich viel Spaß macht. Und hinterlasst von mir aus auch gerne einen Kommentar. Wenn ihr Fragen habt, meldet mich an. Alles kein Problem. Ich lese alles und werde auch bestimmt irgendwann auf gewisse Fragen in manchen Tutorials von euch eingehen. Euer André.